Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Paradise Lost. Ich mach mal kurz das ein bisschen leise, irgendwie ist es tierisch laut gerade hier. Ich weiß auch nicht wieso. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt gerade wieder bei dieser Ebene 1 oder Gesellschaft 1 oder wie das Ding hier heißt. Und vielleicht mal vorab eine kleine Information. Ich habe nämlich, als ich auf der Steam-Seite gewesen bin von Paradise Lost, habe ich einen Trailer gesehen. Und da wurde schon so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von dem Spiel erläutert. Das gebe ich euch nochmal ganz kurz wieder, weil wir da schon ganz richtig spekuliert haben. Das ganze Szenario hat sich 1960 zugetragen. 1960 haben die Nazis quasi nach dem Zweiten Weltkrieg oder während des Zweiten Weltkriegs dann noch eingeengt von den Alliierten, haben die Atombomben auf Europa geschmissen und dementsprechend, naja, alles verwüstet. Ich glaube, ich brauche das keinem erklären, was dann passiert ist. Und naja, offensichtlich hat unsere Mutter uns dann nachher mit in den Bunker genommen, uns da aufgezogen. Und wir spielen jetzt übrigens im Jahre 1980. Das hatte ich ja schon so ganz grob. So ganz grob hatte ich das ja schon mal angerissen. Und da dachte ich mir, ja, okay, wir sind ja ein Junge, also kann es ja noch nicht so weit her sein von 1960. Ich schätze mal, es ist Folgendes passiert. 1960, wir sind halt in den Bunker rein als junge Frau, ne? Also unsere Mutter ist als junge Frau in den Bunker gekommen, hat dort wahrscheinlich auf Ebene 4, war das glaube ich, unseren Vater kennengelernt. Dann sind wir wahrscheinlich entstanden, ne? Das heißt, wir sind vielleicht jetzt gerade, ich weiß nicht, 10 Jahre alt oder 12 Jahre alt oder irgend sowas. Jetzt ist eben halt so, unsere Mutter ist ja gestorben und jetzt sind wir wahrscheinlich auf der Suche nach unserem Vater. Wenn es dann unser Vater ist, ich gehe mal davon aus, dass es unser Vater ist. Aber das werden wir rausfinden. So. Dann gehen wir mal weiter. Schade, dass man hier nicht laufen kann. Das wurmt mich so ein bisschen, dass mich nicht laufen kann. Warte mal. So ein schöner Zug. Waren wir da schon drin? Nee, ne? Nee, da waren wir definitiv noch nicht drin. Da müssen wir nochmal reingehen. Das sieht ja schick aus. Hoffentlich können wir da rein. Doch, wie es aussieht, können wir da rein. Sehr schön. Da sollen wir eigentlich weiter, aber ich will erstmal hier reingucken. Das sieht sehr, schon sehr interessant aus. Und wir dürfen hier sogar rein. Das finde ich auch sehr, sehr nice. Ja, wenn er schon so schick beleuchtet ist, dann müssen wir uns das ja auch mal angucken, ne? Also das müsste alles nichts. Das war wohl ein VIP-Bereich hier. So. Einmal X soll ich drücken, alles klar. Meine liebsten Kinder Anja und Bartek, während der gesamten Zugfahrt musste ich daran denken, wie traurig ihr doch wart. Die Tränen, die euch über die Wangen liefen, als ihr Lebewohl sagen musstet, brachen eurer lieben Mutter das Herz. Doch ihr wisst, dass dies nicht meine erste Tournee, alles klar. Alles klar, dann war das wahrscheinlich eine Sängerin oder irgendwas, also auf jeden Fall Star. Doch ihr wisst, dass dies nicht meine erste Tournee ist. Direkt danach eile ich wieder zurück zu euch nach Hause, meine Spätzchen. Dieses Mal trete ich an einem ganz besonderen Ort auf. Ihr könnt euch also bei meiner Rückkehr auf ein großartiges Geschenk freuen. Oder noch besser, ihr schreibt mir, was für ein Geschenk ihr euch schon immer gewünscht habt. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um es wahr werden zu lassen. Anja, bitte denk daran, dich gut um den kleinen Bruder, um deinen kleinen Bruder zu kümmern. Wir werden uns schon bald wiedersehen. Ihr liebe eure Mutti. PS, ihr könnt jederzeit eine meiner Platten abspielen, wenn ihr Muttis Stimme vermisst. Na, mal gucken, vielleicht finden wir sogar eine. Können wir uns das tatsächlich anhören? Das wäre super, das würde mich interessieren. Also eine Sängerin also, ja? Das wird sie wahrscheinlich sein. Greta Müller. Ich will ja nichts sagen, aber die sieht so ein bisschen... Naja, okay, wir wollen es nicht... Naja, egal, lass mal das. Ich sehe so ein bisschen merkwürdig aus. Ich hätte ganz gerne eine Platte gespielt, aber vielleicht finden wir auch noch eine Platte. Greta Müller. Da sieht sie wieder ein bisschen anders aus auf den Fotos. Das ist wahrscheinlich Greta Müller. Das ist sie das? Ah, keine Ahnung. Da auf den Fotos sieht sie ein bisschen eleganter aus als auf dem Foto. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Oh, hier, da muss schon was saufen. So, wie ging das noch? So, runterziehen. Alkohol, ne? Jetzt haben wir uns mal in den Schranken geguckt. Ich weiß aber nicht, was, ob wir damit noch irgendwas anfangen können. Da können wir auch nichts machen, nichts andrücken, nichts. Schade. Oh, Spritzen. Was ist das denn? Also eine Spritze, klar, aber...
Steht das irgendwo drauf da, was das sein könnte? Spiritus? Na, Spiritus wird es doch kaum sein. Bandmol. Ja gut, vielleicht war sie auch Diabetikerin, ich weiß es nicht. Aber das könnte natürlich eher sein, bei den ganzen Medikamenten, dass es irgendwelche Aufputschmittel oder Schmerzmittel gewesen sind oder keine Ahnung was. Was ist hier noch? Und das werden wahrscheinlich ihre beiden Kleinen gewesen sein. Oder sind es vielleicht noch? Weiß man ja nicht. Man weiß ja auch nicht, was aus den ganzen Leuten geworden ist, ne? Und dann können wir davon ausgehen. Okay. Da hat auf jeden Fall sich schon jemand bedient hier. Wir können ja davon ausgehen. Wir können ja davon ausgehen, dass diese Bunkeranlage seit dem Zeitpunkt besteht, seitdem halt die Atombomben abgefeuert oder abgeworfen worden sind. Also die Bunker gab es ja vorher schon. Na, das heißt, vielleicht haben auch die Leute hier schon vorher gelebt. Das heißt, die haben hier vielleicht schon gelebt, während die Atombomben gefallen sind. Aber... Ich guck mal alles einmal an. Also ich denke mal, die meisten Leute werden schon... Oh, da geht's... Ich gehe mal hinten durch, ne? Ich schaue mich mal hier mal um. Ich hoffe, dass wir auch wieder zurückkommen. Ne, also 1960 sind ja die Atombomben gefallen. Also davor werden sie dann schon die Bunker gebaut haben. Nur frage ich mich, ob wir dann vielleicht auch nochmal auf andere Leute treffen. Weil ich meine, eigentlich können ja nicht alle tot sein. Oder? Ich meine, dass viele gestorben sind, klar, gar keine Frage. Aber es werden ja nicht alle tot sein. Es müssen ja noch ein paar überlebt haben. Aber er ist auf jeden Fall ein mutiger Junge. Das muss man ihm ja mal lassen, ne? Guckt überall in die dunklen Ecken rein. Ich meine, er hat ja keine andere Wahl mit mir als Spieler, aber... Aber hier sehen wir auch nichts weiter, ne? So sind wir von der Funktion relativ eingeschränkt. Ach so, wir können da hinten rein. Gehen wir da hinten rein? Ich gehe da hinten mal rein. Eigentlich sollen wir eher durch die Haupthalle, ne? Ich komme hier nicht wieder raus. Befürchte ich. Oder vielleicht kommen wir nochmal wieder in die Haupthalle, weil ich will mir eigentlich alles hier angucken, weil gerade so optisch gesehen gibt das Spiel natürlich eine ganze Menge her. Na? Hallo? Ganz gerne? Jetzt darf ich. Was war das? Schuhcreme? Tatsächlich Schuhcreme. Können wir mit was anfangen? Ich frage mich, warum man sich das immer anguckt. Das ist zwar alles ganz nett. Aber wir können das ja nicht mitnehmen. Schuhcreme. Oh, warte mal. Moment. Haben sie hier den ganzen Kram verbrannt? Aber ich glaube, das war das, was sie, glaube ich, sagten, ne? Man darf, glaube ich, immer nur einen Koffer mitnehmen und alles andere, was dann über ist, das wird weggeschmissen und verbrannt, ne? War das nicht so? Dann kann das natürlich sein, dass das eben gerade der Stuff ist hier. Und hier Schmuck überall, ne? Das ist so krass. Ah, sieht schick aus, mein Freund. Das ist ja krass, so die ganzen privaten Schätzchen hier, ne? Heftig. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir wirklich der einzige Junge sind, der auf dieser Welt noch existiert. Installationswerkzeug, Elektrowerkzeug. Ja, da gehöre ich hin. Kann ich natürlich wieder nichts machen, hier ist klar. Wenn es schon mal ein leckeres Werkzeug gibt, dann haben wir wieder nichts davon. Achtung, Stufe. Aber von der Grafik her ist es Wahnsinn, ne? Wirklich richtig, richtig gut. Gefällt mir echt gut. Da sehen wir nichts. Maschinenraum, Stromversorgung, Waffenversorgung. Da kommen wir aber nirgends lang.
einfach nur weiter hinab. Aber ich hätte mir ganz gerne mal die Haupthalle nochmal angeguckt vorne. Aber es kann natürlich auch sein, dass es eine Sackgasse gewesen wäre und wir hätten hier so oder so durchgemusst. Eine andere Möglichkeit haben wir ja auch nicht mehr wirklich. Vorsicht, Hochspannung, Lebensgefahr. Echt gruselig, ne? Auf der einen Seite aufregend irgendwie so ein bisschen, aber auch richtig, richtig gruselig. Und vor allem die Tatsache, dass wir bis jetzt noch niemanden weiter gesehen haben, lässt mich natürlich so ein bisschen daran zweifeln, ob wir jemals überhaupt auf Ebene 4 jemanden finden. Es sei denn, vielleicht ganz tief im Bunker. Naja, das könnte vielleicht nachher sein, dass wir vielleicht dann noch Leute finden, die sich ganz tief eingegraben haben. Ich glaube, wir kommen jetzt gerade wieder zur Haupthalle. Was haben wir hier schon? Ein Brief. Oder ein Bericht. Wahrscheinlich eher ein Bericht. An die Gauleiter und den Generalgouverneur des Generalgouvernements. Bereiten Sie eine Liste der Personen vor, die für die Operation Untertauchen geeignet sind. Ja, wahrscheinlich Untertauchen. Das ist wahrscheinlich die Geschichte von wegen, ja, wir machen Atomschlag. Sicher mal die ganzen Leute, ne, die unterirdisch da irgendwo in den Bunker eingeschlossen werden sollen. Ne, weißt du, so, wie gesagt, schon so ein bisschen Fallout-mäßig, ne? So ein bisschen so eine Elite unterirdisch einbunkern. Naja, ja. In jedem Bunker sollen Bewohner rein arischer Abstammung leben, die über folgende Qualitäten verfügen. Unerschütterlich in ihren nationalsozialistischen Überzeugungen, zwischen 5 und 50 Jahre alt. Wie willst du bei einem 5-Jährigen feststellen, ob der eine unerschütterliche nationalsozialistische Überzeugung hat? Naja, egal. Herausragende Fähigkeiten in ihren Aufgabenbereich oder entsprechendes Potenzial. Gesund natürlich, klar. Und wobei das tatsächlich Sinn macht, ne? Weil wenn du jemanden reinholst, der absolut krank ist und chronisch krank ist, naja, wenn du deine... Naja, es ist egal, kann man drüber diskutieren. Es muss sorgfältig darauf geachtet werden, dass bauernfähige Arbeiter, zum Beispiel Metallbauer, Handwerker, zum Beispiel Bäcker, Tischler, Werkzeugschmiede und Elektriker natürlich, Ärzte, Apotheker, Lehrer, Ingenieure und Wissenschaftler anwesend sind. Eine ausführliche Liste der Tätigkeitsfelder und Kontingente finden Sie im entsprechenden Dokument. Außerdem sollte jeder Bunker mindestens über 10 gesunde Frauen nicht-arischer Abstammung im Alter von 18 bis 25 Jahren verfügen, sowie über Samenproben von 1000 Männern nicht-arischer Abstammung. Heil dem Führer, Reichsführer SS Heinrich Himmler. Außerdem sollten jeder Bunker mindestens 10 gesunde nicht-arische Abstammung im Alter von 18 bis 25 Jahren verfügen und so über Samenproben von 1000 Männern nicht-arisch. Ach so, jetzt verstehe... Ja, okay, ich verstehe den Hintergrund. Ich verstehe den Hintergrund. Ja, ja, alles klar. Die wollten wahrscheinlich sich auf diese Art und Weise gezielt, na, wie soll ich sagen, Sklaven schaffen, schätze ich mal, ne? Da gehe ich mal ganz stark von aus. Das ist Mutti. Na, Mutti? Wer ist denn das? Geht da unten irgendwo bei, ne? Kann man nicht irgendwo mal die Akte lesen? Das hätte mich interessiert. Das hier, das hätte mich interessiert. Das kann ich wieder nicht lesen. Das muss aber einer der Eliten gewesen sein. Weil das ist auch hier unsere Greta Müller, oder wie die hieß. Ja, das ist schon krass. War schon echt heftig. Aber ich schätze mal, das wäre der Hintergrund gewesen. Dass die Schweine sich quasi Arbeitervolk züchten wollten auf die Art und Weise. Aufnahme. Desinfektionsraum. Oh Gott, ey. Wenn du sowas schon liest, ne? Ich sag ja, also... Oh. Das ist schon echt... Heftig. Volksgenossen braucht die Rate. Okay. Naja, also ich würde mal fast behaupten, dass so das Areal, wo wir uns jetzt gerade befinden, dass das nicht unbedingt das Areal der, der Elite gewesen sein kann. Muss, soll. Oh nee, na guck mal. Oh, ich sag dazu nichts. Eine Zange und Goldzähne, mehr sag ich dazu nicht.
Oh, nee. Ja, das werden vielleicht diese Frauen sein, die sie hergeholt haben. Vielleicht, aber da, oh, wie das aussieht, ne? Boy. Das lesen wir gleich. Oh, ich schätze mal, das sind alles Frauen. Das wird es wahrscheinlich sein. Das wird es wahrscheinlich sein. So, an den Leiter des Rasse- und Siedlungshauptamtes der SS Abschnitt Krakau. Sehr geehrter Herr, ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die Qualität Ihrer Lieferung an das Programm Quelle der Intelligenz lenken. Versprochen wurden uns 16 bis 25 Jahre alte Frauen bei bester Gesundheit und bei uns eine Reihe von Versuchen zu unterlaufen. Die meisten Frauen, die von ihrem Abschnitt an den unseren überstellt wurden, konnten bereits auf den ersten Blick als unterernährt, schwächlich, verlaust und als bereits über 30 Jahre alt festgestellt werden. Zurzeit lehnen wir 93% ihrer Kandidatinnen ohne weitere Untersuchung ab. Es mag für sie von äußerster Bequemlichkeit sein, Testsubjekte aus Konzentrationslagern zu uns zu schicken. Doch unser Programm verfügt über die volle Unterstützung von Reichsführer SS Heinrich Himmler höchstpersönlich. Er wäre sicher nicht erfreut zu hören, dass der Mangel an geeigneten Testsubjekten den Erfolg dieses Programms gefährdet. Ich hoffe sehr, dass die Qualität der nächsten Lieferung dem Anspruch der SS gerecht wird. All dem Führer, Professor Wolfgang Winkler, medizinischer Leiter des Programms Quelle der Intelligenz. Okay. Oh, das ist schon echt heftig, ne? Da kann man sich ja wirklich... Wenn man sich mal so überlegt, was wäre gewesen, wenn tatsächlich früher ein bisschen anders gelaufen wäre, ne? Man mag sich das überhaupt nicht ausdenken. Verwaltung. Ach, hier kommen wir sogar rein. Ich gucke aber erstmal hier gucken, weil ich glaube. Lagerbereich. Naja, ich meine, was willst du erwarten? Ich meine, das so aus Konzentrationslager nicht unbedingt. Die Sub de jour bekommst, ist klar. Alle unterernährt ist auch klar. Alle zum Arbeiten gezwungen und geschlagen. Ach, nee, hier will ich nicht hin. Nein, hier will ich noch nicht hin. Nein, 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 nein. Ich will erstmal in die Verwaltung. Wahrscheinlich kommen wir trotzdem in die Verwaltung. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, man mag sich das auch nicht ausmalen, ne? Das ist schon echt, echt heftig. Aber so gesehen, geschichtlich gesehen, also hier jetzt vom Spiel, eigentlich schon geil, eine geile Hintergrundgeschichte, muss man ganz einfach sagen, ne? Siehst du, hier kommen wir nicht rein. Und ich sage euch, vorne wären wir auch nicht reingekommen. In der Haupthalle. Deswegen sind wir schon genau den richtigen Weg gelaufen. Und ich meine sogar das Spiel. Ich glaube, das ist auch ein polnisches Spiel. Von einem polnischen Entwicklerteam. Also ein polnisches Spiel, also von einem polnischen Entwicklerteam. Ich sehe nichts. Kletter einfach mal weiter. Untermensch, was? Ah, toll. Okay. Wo sind wir denn jetzt rausgefallen, bitte? Wir sind ja nicht von da oben runtergefallen, oder? Wir müssen ja irgendwo hier rausgerollt sein. Wird gespeichert. Willkommen in Eden. Das ist echt schön, ne? Ich sag ja, grafisch gesehen. Boah. So, was ist hier? Willkommen an alle Neuzugänge. Willkommen in der Gesellschaft. Sie befinden sich im Ankunftsraum. Der höhere Luftdruck könnte zu leichten Unwohlsein führen. Seien Sie deshalb nicht besorgt. Ihr Körper wird sich innerhalb kürzester Zeit an die neue Umgebung gewöhnt haben. Der Aufenthalt in der Gesellschaft garantiert Ihnen Sicherheit, Fortschritt sowie Schutz vor jeglichen Gewaltverbrechen. Haha, als ob. Sie wurden vom Rasse- und Siedlungshauptamt ausgewählt, um das tausendjährige Reich fortzuführen, fern von den schädlichen Einflüssen der Außenwelt. Hier werden die Leiden der körperlichen und seelischen Schwächen
schwachen, seelisch schwachen, nicht ankommende Generation weitergegeben. Wir befinden uns tief unter der Erde, denn eins haben wir aus der Geschichte gelernt. Abgeschiedenheit schafft zweifellos die besten Voraussetzungen für starke Gesellschaften. Kommen wir hier weiter? Guck mal, da wären wir, glaube ich, nachher reingekommen. Da hinten. Da waren wir vorhin. Da hinten. Weil hier aus dem Augenwinkel habe ich diesen fetten Adler da vorne noch gesehen. Also hier war die Eingangshalle. Und hier waren quasi die... Na, was heißt die Guten? Also nicht die Guten, Entschuldigung. Ich meine die... Die Auserwählten, sagen wir es mal so. Der erste Bereich, wo wir gewesen sind, das war der Bereich, wo sie die Frauen und die zukünftigen Sklaven sozusagen... Oder Arbeiterklasse kann man ja auch nicht sagen, aber die... Wo sie die Zwangsarbeiter quasi, angeliefert haben. Modezeitung. Schick! Spiegelbild haben wir natürlich auch nicht. Aufzug im Brandfall nicht benutzen. Jetzt fahren wir ins vierte runter. Ich bin echt gespannt, ob wir noch irgendwelche Leute treffen. Wir müssen ja auf irgendjemanden noch treffen. Ja, war klar, dass der Aufzug wieder nicht funktionieren kann. Ah, es war wieder klar. Jetzt stürzt er ab, ne? Das Übliche. Mach ihn nicht kaputt, Mignon. Zorn. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass wir wirklich die einzige Junge sind, die einzige Person auf diesem Planeten. Naja, vielleicht nicht unbedingt auf diesem Planeten, aber hier in diesem Areal. Die überlebt hat. Da muss es doch noch mehrere Leute geben. Werden das wir eben mit zwei jetzt sind? Ah, da siehst du eben mit zwei. Als hätte ich es geahnt. Als hätte ich es geahnt. Ja, und wir sind immer noch, wir müssen immer noch zur Ebene 4. Was finden wir hier? Werfthalle, Wehrmachtsabteilung, Verwaltung. Ausstellungsraum, Arbeitsraum, Rezeption. Ausstellungsraum könnte mal interessant werden. Ach, guck mal hier. V2-Raketen oder was darf es sein? Aber schön Design, ne? Kann man nicht anders sagen. Also rein optisch gesehen. Puh, echt wunderschön. Ja, ich gucke mir das gleich an. Okay. Richtlinien für Operation Untertauchen. Nur für den Führer bestimmen. Berlin 1949. Da die UdSSR, jetzt wird es natürlich interessant, da die UdSSR uns noch immer feindlich gegenübersteht und niemand mit Gewissheit sagen kann, wie lange die USA ihre Neutralität wahren werden, müssen unsere Prioritäten darin liegen, a. die Produktion von Atomwaffen stark zu erhöhen und b. eine Methode zu entwickeln, besagte Waffen über große Entfernungen weg einsetzen zu können. Sollten wir bei einem dieser Punkte und somit bei der Vernichtung unserer Feinde versagen, müssen wir uns auf Plan B vorbereiten. Dieser lautet, den Feind vorübergehend mit allen verfügbaren Atomwaffen kampfunfähig zu machen, dem Volk Schutz zu gewähren und es auf den letzten Kampf vorzubereiten. Das ist wahrscheinlich das, was passiert ist. Wissen wir ja letztendlich auch.
Die Kernelemente sind wie folgt. Erstens, die Arbeit am Programm Quelle der Intelligenz so schnell wie möglich zu Ende führen. Zweitens, ein Netzwerk strahlensicherer Bunker errichten, um Bewohnern mindestens 15 Jahre Schutz zu bieten. Drittens, eine taktische Atomwaffe entwickeln. Viertens, Pläne zur Evakuierung der wichtigen Teile der Gesellschaft vorbereiten. Fünftens, sobald der Feind in das Reich vordringt, sollen eben diese Bürger die Bunker beziehen. Sechstens, der Feind soll mit allen verfügbaren Atomwaffen angegriffen werden, wodurch er vorübergehend kampfunfähig gemacht und die Umgebung durch die Strahlung gesichert wird. Siebtens, Aufbau einer militärischen Gesellschaft in den Bunkern, um hochmoderne Waffen zu entwickeln und zu produzieren. Achtens, Rückkehr in die Oberfläche, um den Feind ein für alle Mal zu besiegen. Alter, was für Vision, ne? Was für Vision. Meine Güte, ey. Heftig, echt heftig. Aber wie gesagt, so von der Farbe her und auch von der Stimmung her richtig genial gemacht. Ach, guck mal, die Kamera, die fixiert uns. Seht ihr das? Oh, warte, da vorne war noch was. Okay. Klaus Fischer. Also 1949, da stand was von USA, Neutralität. Also hat sich das komplett auch von vornherein, auch während des Zweiten Weltkrieges, komplett anders zugetragen. Also komplett fiktiv, also nicht mal ein grober Ansatz, mal abgesehen davon, dass es Nazis gegeben hat, aber sonst kein Ansatz. Ein weiterer Tag in der Hölle. Also so richtig zufrieden sind sie auch nicht gewesen hier, wa? Nicht, dass ich das erwartet hätte, aber... Und ein weiterer Text zum Vorlesen. Transkript eines aufgenommenen Gesprächs zwischen Oberdienstleiter? Ach, Leiter. Ich wollte Oberdienstleister schon sagen. Oberdienstleiter Max Pfeiffer und Günther Ludwig, dem Direktor des GG-Kommissariats Abschnitt Krakau. MP, also MP Max Pfeiffer. Was in drei Teufels Namen geht bei Ihnen vor sich? Ich habe noch immer keinen Dinkel. Wenn Sie glauben, dass ich bis zur Ernte warte, dann lassen Sie mich das augenblicklich klarstellen. Das werde ich nicht. Damit die Antwort von Günter Ludwig. Auf einmal haben alle ihren Verstand wegen dieses verdammten Getreidesalons. Und 30 Mal am Tag rufen sie aus dem Vaterland an, aus den böhmischen und mährischen Schutzgebieten, ja, selbst aus Frankreich. Allesamt reden sie nur noch von diesem elenden Weizen. Jahrhundertelang haben es ganze Generationen ohne dieses Zeug geschafft. Da hat sich auch keiner beschwert. Ich beschwere mich aber. Ich habe den Befehl sicherzustellen, dass die Lieferung abgeschlossen wird. Ich kann es mir auch einfach nicht aus den Rippen schneiden. Denken Sie, ich hätte schon überall nach Reserven gesucht? Nicht schon überall nach Reserven gesucht? Schreiben Sie eine Beschwerde an das Ministerium für Landwirtschaft. Ist klar. Naja, ich meine, das ist immer halt ambitioniert. Naja, bauen mal eben ein paar Bunker, mal ein ganzes Volk mal eben hochziehen. Na, aber die ganze Logistik, die dahinter steckt. Oh, das werden wahrscheinlich die Triebwerke sein von den Raketen, ne? Ja, das werden wahrscheinlich die Triebwerke für die Atombomben gewesen sein, schätze ich mal. Verbrauch Vorstufe. Klappe Z-Spülventil. Entlüftung, Betankung. Druckminderer. Okay. Das können natürlich dann auch die Atombomben gewesen sein. Hier hatte jemand ein Rauchproblem. Finden oder einen Hinweis auf irgendjemanden, ne?
Ein großer Fernseher, geil. Dankesrede von Professor Kurt Hartmann zum Anlass der Preisverleihung im Rahmen des 25. Jubiläums des Dritten Reichs am 30.01.1953. Mit wirklich außerordentlichem Erfolg haben wir einen Universalrechner entwickelt, dessen Leistung mindestens 50.000 Mal höher ist als die des ENIAC der Amerikaner. Seine Bauweise setzt hochmoderne Technologien der neuronalen Kommunikationen im Hippocampus ein, die durch schwache elektrische Impulse und durch die Aktivierung von normalerweise nicht genutzten Arealen des Gehirns aufrechterhalten wird. Durch die Bedienoberfläche kann dieser Rechner gleichzeitig Informationen verarbeiten und speichern, während er diese für weitere Prozesse zur Verfügung stellt. Wir gehen von einem Betriebszeitraum von ungefähr 4 Jahren aus. Danach wird die Rechenleistung abnehmen und kann unter Umständen die Stabilität des Systems gefährden. Aha. Einen Superrechner haben sie also auch entwickelt. Okay. Alles automatisiert. Aha. Was steht da unten? Was ist der Name? Jeffron? Jeffron? Alles automatisiert, oder vielleicht auch nicht? Vielleicht steckt da auch jemand hinter. Was auch immer das hier sein mag. Jetzt sind wir in der Ausstellungshalle, wie es aussieht. So richtig schön Design, ne? Ich bin echt begeistert, muss ich sagen. Was ist das hier? Gebäudekomplex Waffenmodell. Okay. Alter. Ihr schreckt mich jedes Mal. Was für ein wahnsinniges Areal, ne? Was ist das hier? Raketentriebwerk. Präsentationsmodell. Okay. Raketentriebwerk, Präsentationsmodell. Ist das eine Medaille oder sowas? Ich habe auch nicht drauf. Ja, gut, Medaille. Ja, was ist hier so ein Orden? Ja. Hat jemand drauf eingeschlagen? Hat es aber nicht mitgenommen, warum auch immer. Ey, was für ein Riesenkomplex. Klar. Mit automatischer Beleuchtung. Hallo, ich brauche Hilfe. Ich weiß, dass du irgendwo bist. I know you're out there. Was it the cameras? Did you see them following you? They are not easy to operate. What do you want? Who says I want anything? I was just watching you out of curiosity. Who are you? I came here to look for things to scavenge, just like you. I mean, that's why you are here, right? Ugh, you can tell me. No. I'm looking for someone. I haven't seen anyone else here, but hey, I can help you with that.
I'm in some sort of control center, so I've got a pretty good view of things. There are cameras, switches, and whatnot in here. I could help you find whoever it is you're looking for. What do you say? How can I trust you? I don't know, just trust me. Somehow I got myself locked in here. So I just need you to find the control room and get me out. You help me and I help you. That is called a quid pro quo. I know what it's called. Alright, alright. So? Will you help me? Dobrze, I will help you. Tell me how. So, I have this map and I think I figured it out. We are on level 2. Should be minus 2 if you ask me. Anyway, the room you're in is connected to a warehouse that leads to the forge. And that's where the control room should be. And that's where you are? That's right. Just come here and get me out before I completely lose my mind. Oh, as a gesture of goodwill, I'll even open the door for you. Voila! So, I guess I should get going. Yep. Be careful out there. I... Did you want to say something? You won't hurt me, right? I wasn't planning to, but now you mention it... Kidding. Ja, ich glaube, die sind in Ordnung. So, if you see a microphone, you can say hi, or whatever. Okay. Also immer, wenn wir ein Mikrofon sehen, können wir mit ihr quatschen. Aber ich bin echt froh, dass wir tatsächlich jemanden gefunden haben, ne? Endlich mal jemanden mit... Ich weiß, die ganze Zeit ist es immer so still, du weißt nicht, worum es geht. Sie sagt aber auch, sie hat keinen anderen gesehen. Gut, nun weiß man natürlich nicht, wie tief sie halt schon im Bunker drin gewesen ist. Das weiß man natürlich nicht. Jetzt müssen wir sie befreien. Heftig, ey. Einfach nur heftig. I figured I would entertain you with some facts about this place. Okay. That might have been the only fact I know about this place. Also, das ist nicht viel. Speakers all over the warehouse. So you'll be hearing from me. Ich wollte schon sagen, wie kann das denn sein, dass wir sie hören? Aber jetzt sehe ich da auch gerade den kleinen Lautsprecher da. Ich finde es mal wesentlich, nochmal wesentlich entspannter. Ich hatte echt Schiss, dass wir die ganze Zeit hier nur schweigend durch die Gegend laufen müssen. Und so haben wir jetzt mal so einen kleinen Buddy. Und ich denke mal nicht, dass wir sie jemals zu Gesicht bekommen. Vielleicht einmal am Schluss oder so. Anweisung für das Reichsministerium für Bewaffnung und Munition. Zurückgewinnung von Materialien nach abgeschlossener Evakuierung. Die ersten Versorgungsgüter, die für Kolonisten verfügbar sein werden, sind sämtliche Metall-, Holz- und Ledermaterialien, die aus den für die Operation Untertauchen verwendeten Zügen gewonnen werden können. Aus diesem Grund sollen diese gründlich durchsucht, demontiert und ihre Materialien zur sofortigen Weiterverarbeitung aufgearbeitet werden. Alle Kolonisten sollen stets dafür Sorge tragen, dass der Bunker beim Verlassen Waffen und Vorräte für mindestens 2 Divisionen produziert hat. Wenn Vorräte und Kapazitäten es ermöglichen sollen, zudem Forschung sowie Entwicklungsarbeit zur Optimierung herkömmlicher Waffen und der Entwicklung neuer Waffen aufgenommen werden, um unseren Sieg zu gewährleisten. Albert Speer, Reichsminister für Bewaffnung und Munition. Was ist das hier? Was ist das? Ach, kann das hier so ein
so ein Spielbogen sein? Nein, oder? Nee. Das sieht ja echt so aus wie ein Spielbogen, aber was ist denn das? Ah. Sieht mir nicht aus. Ja doch, natürlich ist ein Spielbogen. Guck mal, hier sind noch Würfel daneben. Pen and Paper haben nie gespielt. Geil. Na, na. Hier haben sie die Raketen also gebaut. What do you think they keep in those containers? In welchen Containern? They're still unopened. Unless they never got a chance to open them. Maybe they didn't know how? No. That could be. Können wir tatsächlich auch wieder nach oben, wa? Hm. Ah, einfach nicht, aber... Ich habe mir schon gedacht, wenn die Kameras sich bewegen, dann beobachtet uns garantiert jemand. Und da muss hier noch jemand sein. Das Gefühl hatte ich auf jeden Fall zu Anfang. Ah. Zugriff gewähren, das brauchen wir eigentlich. Okay, gucken wir gleich. Ist uns nichts weiter. Okay. I can't get through. I can see that. I have an idea, but I need your help. Nah. What should I do? Do you see that crane? I think I can control it from here. But first we have to release it from that thing. Can you do something about that? I can try. Naja, man muss das Ding erstmal runterlassen, oder? That lever, you need to pull it. Der Hebel da. Was für ein Hebel da? Vielleicht der Hebel hier vorne, ne? Ah, siehst du, dachte ich mir. Got it. Und wie kommen wir da jetzt? Wie kommen wir da jetzt hin? Oder rauf? Ersatzteile. Wir kommen da ja auch nicht wirklich hoch, ne? Wir sollen das Ding eigentlich abmachen, glaube ich. Oder müssen wir wieder nach oben? Kann natürlich auch sein, dass wir wieder nach oben müssen. Wir gehen einfach rum, mal gucken. Kann ja sein, dass wir von dort aus das irgendwie noch steuern können. Wir haben ja keine andere Möglichkeit. Wir kommen da ja nicht hin. Ich dachte, da drüben, weißt du, dass man da vielleicht drüber kommt? Ma.
So. Eben müssen wir das mal gewuppt kriegen. Wie kriegen wir das sonst? Wie kriegen wir das sonst da oben ab? Ich wüsste jetzt nicht wie. Sonst quatsche ich gleich nochmal mit ihr. Ich glaube, das werde ich gleich mal machen. Oder ist hier noch ein anderer Schalter, den wir übersehen haben? Huch, nein, ich will... Was passiert? Können wir den nochmal betätigen hier? Nee, ne? Nee, geht nicht. Hier vielleicht noch irgendwas? Nee. Ich frag sie nochmal, mal gucken. What are you planning to do with that rocket? Be quiet and need to focus. Oh oh. It might blow up. It won't blow up. Ja, was sagst du so? Don't. Oh, schlau. Okay, das ist schlau. How did you know it wouldn't blow up? I didn't. So you risk my life? Hey, I got you out of there, didn't I? Anyway, I don't see any cameras in there. So I'll meet you on the other side. Okay, ich wusste nicht, dass er nicht explodiert. Okay, gut, sehr schön. Alles klar. Spiel mal mit meinem Leben, ist in Ordnung. Naja, aber sie hat es gelöst. Sie hat es gelöst, also sind wir einfach mal dankbar. Wir sind einfach mal dankbar. Ah. Gespeichert. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir auch mal gleich einen Cut. Das bietet sich an. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge Paradise Lost wieder. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.